Liebe Freundinnen und Freunde, wir schicken euch kämpferische Grüße aus Nord- und Ostsyrien und grüßen alle, die auf den Straßen sind. Wie ihr mitbekommen habt, ist die Selbstverwaltung einen Deal mit dem Regime eingegangen. Dieser Deal ist ein rein militärisches Bündnis. Die Organisierung der Selbstverwaltungsgebiete wird dadurch nicht verändert oder umgestaltet. Wir müssen verstehen, dass dieses Bündnis eingegangen werden musste, um eine ethnische Säuberung zu verhindern. Nachdem die USA ihr grünes Licht für den türkischen Einmarsch gegeben hatte, müssen wir hier alle diplomatischen und militärischen Schritte unternehmen, um die Bevölkerung und die Selbstverwaltung zu schützen. Dass ein militärisches Bündnis mit dem Regime nötig war, das zeigt auch die Schwere der aktuellen Angriffe. Wir müssen verstehen, dass die Operation des türkischen Staates sich von Anfang an gegen Zivilistinnen gerichtet hat. Der zivile Konvoi, der bombardiert wurde, das war kein Ausversehen. Dass die Co-Vorsitzende der Zukunftspartei Syrien von einem Todeskommando hingerichtet wurde, das war auch kein Versehen. Die türkische Armee nimmt ganz gezielt die Zivilbevölkerung zum Ziel und wir bekommen schreckliche Videos, in denen schwer verletzte Kinder sind oder in Stücke gerissene Tote. Jeder, der es bisher noch nicht mitbekommen hat, das ist das Gesicht des Faschismus, das ist der türkische Staat, der hier in Nord- und Ostsyrien Massaker an der Zivilbevölkerung durchführen möchte und auch weiter durchführen will. Die aktuelle Kriegssituation nutzt natürlich auch der IS. Die türkische Armee bombardiert gerade gezielt Orte in der Nähe von Gefängnissen, aus denen dann die IS-Gefangenen fliehen. Überall sind Schläferzellen aktiv und versuchen, die Situation für sich zu nutzen. Jeder, der den türkischen Staat unterstützt, unterstützt auch den IS. Neben all den schrecklichen Nachrichten wollen wir euch aber vor allem von dem Widerstand hier berichten. Auf den Beerdigungen von den ersten Gefallenen war neben der Wut eine unfassbar große Entschlossenheit zu spüren. Von dem, was wir hier mitbekommen, können wir sagen, dass sich eine ganze Bevölkerung wirklich im Widerstand befindet. Es finden jeden Tag Massendemos statt, auf denen die kurdischen, arabischen, assyrischen, armenischen, christlichen und muslimischen Bevölkerungsgruppen zusammen demonstrieren. Und auch hier können wir davon berichten, dass allen voran eine enorme Kraft von den Frauen und Müttern ausgeht, die hier wirklich zu Tausenden auf die Straße gehen. Es ist ein wahnsinniges Gefühl, diesen Widerstand mitzubekommen, und tatsächlich versuchen viele in die umkämpften Gebiete zu kommen und entweder als Teil der bewaffneten Kräfte die Revolution zu verteidigen oder um die Freundinnen und Freunde an der Front anderweitig zu unterstützen. Das Wichtigste, was wir euch sagen wollen, ist, dass wir eure Aktionen hier mitbekommen. Wir sehen eure Demos, eure Aktionen und eure Blockaden. Es wird hier im lokalen Fernsehen ausgestrahlt und es gibt der Bevölkerung hier eine enorme Kraft. Das, was wir euch deswegen von hier aus senden, ist: bleibt auf den Straßen, erhöht den Druck und unternehmt alles, um hier weitere Massaker zu verhindern. Die Menschen hier wissen ganz genau, dass unsere Verbündeten die demokratischen Kräfte dieser Welt sind. Daher unsere Botschaft aus Rojava an euch: macht weiter, geht auf die Straßen und schreit noch lauter. Wir brauchen einen weltweiten Widerstand, um diesen Krieg hier zu stoppen.